Da wird der Eisenthron. Ich bin ganz Ohr. Okay, Kolva redet nicht mit uns. Und hier unten am Ambali-Tempel. Am Haus der Wasserkönige, um genau zu sein. Hier ist immer noch unterbesetzt. Okay. Beinahe unter meiner Würde. Ja. Was? Nett, dich kennenzulernen, Freund. Hey, da passt auf, den Kais auf, wo ihr hintretet. Durch die Gischt vom Meer können die Pflaster schon etwas glitschig werden. Ich heiße Kerch, kann ich euch irgendwie helfen? Was macht ihr hier? Ja, ich bin sozusagen der Hafenarbeiter des Herzogs. Nun gut, ich bin nur ein Hafenarbeiter, wie jeder andere. Aber ich war auf die königlichen Galeeren, um aus der neuen Welt auszuladen. Eine neue Welt? Gibt es so etwas wie eine Dimensionstür mitten auf dem Meer, durch die man dorthin gelangt? Noch besser, man sagt jetzt, die Welt sei nicht mehr flach, sie ist rund geworden. Eine perfekte, um sich selbst gewickelte Kugel, wie eine Glaskugel eines Zauberers. Wir sitzen auf der aufrechten Hälfte und die neue Welt, Mastika, hängt auch an der Unterseite wie eine Fledermaus. Eines Tages werde ich mich auf weißer Schiffe schleichen, damit ich ein solches Wunder einmal sehe. Eure neue Welt ist kein händeltes Unterfangen, sondern ein Geschäft des Binnenarren. Ich habe gelesen, dass eure kostbare neue Welt durch die Brutalität der flammenden Faust und den sinnlosen Terror von Abend zehnmal hintereinander vom Blut ihrer unschuldigen Bewohner beschwemmt wurde. Hä, was? Eure Schwärmereien atmen mehr Fantasie als Tatsachen. Ihr werdet bei meinen Theorien von Dimension und Toren bleiben. Ich werde bleiben, denn sie sind zumindest mit größerer Wahrscheinlichkeit wahr als eure Fiktion. Nein. Hurra und alles Gute für eure neue Welt heraus, wie immer sie auch aussehen mag. Nun gut, ich kann mich nicht länger aufhalten. Vielleicht reden wir später einmal. Wenn ich mich in eurer Abwesenheit nicht auf einem Schiff versprochen habe, heißt es. Okay, hatten wir die nicht eigentlich schon mal? Ich bin das Gesetz! Ja, ja. Du bist das Gesetz, aber ich bin schneller als du. Bitte um eine milde Gabe. Hier eine Goldmütze. Für die Bettler. Ich diene der flammenden Faust. Hey, da ist einer, der uns was zu sagen hat. Ich bin das Gesetz. Ich diene der flammenden Faust. Ihr seht irgendwie verloren aus, Bürger. Kann ich euch behilflich sein? Viel weniger verloren als vielmehr neugierig, Offizier. Habt ihr Neuigkeiten, wie wir einen Krieg mit Am? Wie nah wir im Krieg mit Am sind? Kurz davor befürchte ich. Angelo hat die flammende Faust mobilisiert und mit soliden Waffen aus gutem Erz des Eisenthrons ausgerüstet. Es ist wirklich Glück, dass Angelo durch gute Verbindungen zu Sarivok hat, sonst wären wir verloren. Und es ist auch gut, dass er das Kommando übernommen hat, wo Herzog Eltern noch krank ist. Einer der Herzöge ist erkrankt, woran? Ach, ich weiß nicht. Es kann eigentlich nicht so schlimm sein, sein Priester Richard umsorgt ihn. Wenn ihr ihn besuchen wollt, er ist in seinen Räumen der Kaserne der flammenden Faust. Schnell da rausrennen. Boah, das war knapp. Sonst hätten wir den da irgendwie wahrscheinlich runterlocken müssen. So, okay. Ich habe erfahren, dass jetzt der Kommandant der flammenden Faust in der Kaserne der flammenden Faust krank im Bett liegt und von seinem Priester Raschat gepflegt wird. Ein Mann namens Angelo scheint seiner Stadt zu handeln und wie man hört, eigene Verbindung zu Sarivok und der flammenden Faust zu teilen. Das beunruhigt mich. Ob krank oder nicht, vielleicht kann Herzog Eltern einige Antworten geben. Gut. Das heißt, jetzt geht es ab in die flammende Faust. Vorher wollen wir noch mit Tomoko draußen reden. Ja, gut. Weil in allen anderen Gebieten haben wir uns jetzt umgeschaut. So, das heißt, nichts leichter als bis auf Talisa begeben sich jetzt alle vor die flammende Faust. Wenn niemand besser geeignet ist. Oder am besten dahinter. Was? Nichts leichter als so, Talisa, die schaut sich nochmal. Oh, jetzt fängt es an zu gewittern. Schaut sich nochmal hier um. Und versucht vor allem die Mietsöldner abzulenken. Händlerliga. Ich bin das Ja, gut.
Händlerliga ist abgeschlossen. Schneider wechseln. Kann ich eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. So eine Unverschämtheit. Er mag noch so beliebt sein. Ich werde trotzdem nicht so ein Rüpel wählen. Solch Unverfrorenheit von diesem Mann. Was ist euer Problem, liebe Frau? Fort mit euch, euer Oberklasse-Gewissel kann ich nicht ausstehen. Entschuldigt, ich habe keine Zeit, mit euch zu reden. Was ist euer Problem, liebe Frau? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich bin einfach wütend auf diesen Typ Sarienbock. Ich habe nicht so viel Geld in diese Stadt gesteckt, damit einer wie er sich dann mit meinem Gewinn davon macht. Ich mache schon länger Geschäfte mit der Handelsgruppe des Eisentons und auch wenn ich ihren anderen Geschäften nicht immer zustimmen konnte, so waren sie doch wenigstens ehrenwerte Geschäftsleute, was meine Verträge angeht. Und jetzt, wo Sarienbock ihr Anführer ist, hat er alle meine früheren Vereinbarungen für null und nichtig erklärt. Ich habe kein Mitleid mit euch, wenn ihr Gold bei Geschäften mit dem Eisenturm verloren habt. Wenn ich nicht schon so schrecklich wütend auf Sarienbock wäre, würde ich euch auch ein wenig in den Mangel nehmen. Ich muss unbedingt mit dem Großherzog über das Problem Sarienbocks sprechen. Stell euch einmal vor, er übernimmt die Führung des Eisentrons und hat da nichts Besseres zu tun, als die Glaubwürdigkeit des Handels zu zerstören, indem er ihn praktisch für null und nichtig erklärt. Er mag der Stadt so vielleicht den Rücken stärken, aber das ist doch sehr unprofessionell. Etwas Merkwürdiges geht in diesem Gebäude des Eisentrons vor. Das sage ich euch. Ich weiß, dass die führenden Anführer getötet wurden, aber die übrig gebliebenen würden dies nie zulassen. Jedenfalls nicht bereitwillig. Okay. Sarienbock hat sich als Anführer des Eisentrons etabliert und ist dabei, dessen kaufmännische Glaubwürdigkeit praktisch zu zerstören, indem er ihn ausplündert. Seltsame Dinge gehen im Gebäude des Eisentrons vor. Ihre ehemaligen Anführer wurden zwar getötet, doch die verbleibenden Mitglieder würden seine Behandlung nie zulassen. Jedenfalls nicht freiwillig. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Okay. Ja? Oh. Kann ich euch? Ich tue mein Bestes. Was? Beinahe unter meiner Würde. Die müssen vor der Mietsklinge wegrennen. Ihr braucht meine Hilfe? Okay, ich glaube, sie haben ihn abgehängt. Ja, gut. So. Hallo Leute, das Gesetz. Ich muss allein mit euch sprechen. Okay. Ja, wieder hier, wir haben gerade Wichtigeres. Wie ich sehe, habt ihr mich gefunden, wie ich es erwartete. Was für Informationen habt ihr für uns? Ich gebe gar kein Versprechen ab. Sagt mir, was ihr zu sagen habt. Und ihr werdet es bösen. Ihr habt mir viele interessante Dinge erzählt, aber ich vertraue ich dir noch nicht. Warum soll ich ein Versprechen abgeben, wenn ich die Informationen noch nicht habe? Okay, sagen wir mal das Unterste. Ihr habt mein Wort darauf, dass ich mein Versprechen als alle Ehre erweisen werde. Ich danke euch. Dies ist meine Bitte, auch wenn sie euch seltsam vorkommen mag. Ich fordere euch auf, Sarienbock zu zerstören. Den Mann hinter all euren Sorgen. Ihr müsst seine Predigt durchkreuzen und seine Absichten zunichte machen. Ihr müsst ihm den Glauben daran nehmen, dass er seinen Weg weiter verfolgen kann. Das müsst ihr für mich tun und ihr müsst es auch am Leben lassen. Ich werde ihm dabei helfen, sein Leben als Mensch zu leben, nicht als der Gott, für den er sich hält. Wie kann so etwas möglich sein? Er wollte mich zerstören und ich habe ihm lediglich auf die gleiche Weise geantwortet. Sarienbock will ihn zerstören, nicht nur euch. Ihr seid für ihn von besonderem Interesse, weil ihr gleicher Herkunft seid. Ihr seid daher ein möglicher Rivale, einer der wenigen, der seine persönliche Aufmerksamkeit wert sind. Vor allem aber seid ihr mit ihm verwandt. Wie ich sehe, sind das große Möglichkeiten für euch. Obwohl ihr es vermutlich schon gedacht habt, ist das ein Problem für euch? Das sollte es nicht. Monster sind uns oft ähnlicher, als uns lieb ist. Ihr seid Geschwister und die Pfade, die ihm offen sind, stehen euch offen. Obwohl er schon von Kindesbeinen an vorausgerannt ist. Gorion hat euch geleitet, nicht wahr? Sarienbock hatte niemand. Er zieht seine Stärke aus dem Hass, aus dem Wunsch, sich über alle zu erheben, die er für unterlegen hält. Sein göttliches Blut sehnt sich nach Eroberung und deswegen muss er besiegt, aber nicht getötet werden. Er dient einem anderen, ohne es zu wissen. Göttliches Blut, er dient einem anderen, wovon redet ihr? Das Kind wird dem Vater ähnlich. Auf jeden Fall ist es sein verzweifelter Wunsch, das Blut hat Ansprüche.
Ruft euch an und verlangt auch Dinge ab. Der weiße Alaundu sagte, dass der Herrscher des Todes untergehen und sein Untergang seine sterblichen Nachkommen hervorbringen würde. Chaos entspränge auf ihren Wegen, aber zu welchem Zweck? Habt ihr den Hunger gespürt und die Einflüsterung der Macht gehört? Sarivok hält sie für wahr und betreibt deswegen einen sinnlosen Krieg. Ein so großes Massensterben, dass es alle Beschreibungen spottet. Er glaubt, es werde ihn erheben, aber wohin? Vielleicht hat er recht, doch ich werde es nicht zulassen, ihn an diese Sache zu verlieren. Warum seid ihr gegen ihn, wenn euch sein Leben so wichtig ist? Sarivok ist, ich bin immer in seiner Nähe und das werde ich auch weiterhin, bis ich sterbe. Wer braucht ihr nicht zu wissen, also die ist blind verknallt in den. Ich will den Mann von der Bestie befreien, die er sein möchte. Ich glaube nicht, dass er seinen Plan überleben wird, der beruht nur auf reiner Annahme. Er fühlt sich auserwählt zu höheren Berufen, ich teile diesen Glauben nicht. Götter sind euch dafür bekannt, dass sie ihre Macht vererben, besonders wenn sie ihren Tod vorhergesehen haben. Was immer er auch ist, ich will ihn auf dem Boden halten, unter uns anderen. Die wir alle fest verwurzelt und aus Fleisch und Blut sind. Es ist verrückt, ihm zu helfen. Er ist nicht mehr zu retten und werde mit ihm machen, was ich für richtig halte. Da wird sie jetzt wahrscheinlich angreifen. Die ist einfach nur bekloppt. Ich werde ihn aufzuhalten versuchen, dabei möglichst das tun, sein Leben zu retten. Nein. Nehmen wir das obere. Meine Worte sind nur für meine Verbündeten bestimmt. Wenn ihr mir das Versprechen nicht gebt, bleiben meine Lippen versiegelt. Nun gut, ihr und Sarivok seid euch sehr ähnlich, was nur natürlich ist. Vielleicht seid ihr gleichermaßen verdammt, auch wenn Sarivok mit voller Absicht darauf zuzusteuern scheint. Ich frage mich, ob sich eure Wege auch auf andere Weise hätten kreuzen können. Vielleicht nicht. Geschwister kämpfen um die Liebe des Vaters, so ist das nun mal. Wir werden uns wieder begegnen, aber da nicht zum Reden. Ich habe Tomoko wieder getroffen. Sie wollte mir das Versprechen abnehmen, Sarivoks Leben zu verschonen. Aus dem etwas würde ich nie eingehen. Sarivok wird durch meine Hand sterben und es gibt keine Macht, die dich davon abhalten könnte. Ah, du warst ja auch noch da. Ich bin das Gesetz. Was wollt ihr? Okay. Alle bitte hier sammeln. Und das bitte bevor Talisa hier totgeschlagen wird. Los, Leute, macht hinne. Da sind zwei Mietlinge der flammenden Faust. Ich bin ganz Ohr. Hallo, Leute. Los, los, los. Wer fehlt denn jetzt? Nichts leichter als niemand. Das. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten. Was ist das für Unsinn? Versucht ihr das Lager der flammenden Faust zu stürmen? Ihr werdet hier keine Freunde finden, Talisa. Die flammende Faust ist jetzt Angel untersteht. Das Einzige, was Herzog Elsters Freunde hier nun finden können, ist der Tod. Zu den Waffen, Talisa und seine Verbündeten sind in die Kaserne eingedrungen. Okay, Feinde. Da hinten sind sogar Magier. Oh, das sind ganz normale Söldner, das sind gar keine flammende Anhänger der flammenden Faust. Oh, sind es aber ein paar viele. Wow. Ach ja, da war ja was mit. Mit Leben und so weiter. Okay. Wir haben genug von denen Schriftrollen. Die geben nur 15 Erfahrung, die Jungs. Naja, so schnell wie sie sterben. So. Du legst den bitte wieder an, nimmst die 7 Meilenstiefel ab. Danke. Ups. So. Ja, beinahe unter meiner Würde. Gut, dann retten wir jetzt erstmal Herzog Eltern. Und ich glaube, diese Tomoko hätte uns auch nichts verraten können, was wir nicht schon wissen. Also wir wissen jetzt von 3 Sachen. Erst einmal, dass
Herzog Ethal hier gefangen gehalten wird und von seinem eigenen Heiler vergiftet wird. Oh, das wissen wir schon mal. Wir wissen, dass sich im Eisenthron noch Informationen befinden.